Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen auf der Galerie und vor allen Dingen liebe Menschen an den Bildschirmen im Internet. Ich darf auf einen anderen Aspekt zum Thema Kultur eingehen, nämlich die Kultur ist ja eine Art und Weise, etwas darzustellen, aber auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und unser Clubobmann, der Manuel Krautmann, hat es gestern schon gesagt in seiner Fraktionsrede, ein schwarzes Jahr hast du es genannt, ich nenne es ein durchwachsenes Jahr, liegt hinter uns, nämlich auch vor allen Dingen mit der Erkenntnis, dass es erwachsene Menschen oft nicht sehr gut schaffen, in respektvoller Weise die Debatte und den Diskurs hier im Hohen Haus leben zu lassen. Eine ja, grauslige Kultur, wenn Abgeordnete demonstrativ den Sitzungssaal verlassen oder laut ratschen, weil die MFG einen Antrag einbringt. Ein Antrag, den uns unsere 50.000 Wähler hierher mitgegeben haben und weil wir ja dieses Volk vertreten und nicht unsere privaten Interessen. Und danke dir, lieber Christian Dörfel. Du hast uns gestern einen neuen Titel gegeben, die Zaungäste. In Anbetracht der gelebten Kultur nehme ich den auch gerne an, weil ich dann von der anderen Seite des Zauns da hinschaue. Und um den Bogen zum Thema Kunst und Kultur zu spannen, darf ich das Benehmen auch in historischer Art und Weise in eine frühe erwerbsmäßige Kunstdarstellung zu Unterhaltungs- und Belustigungszwecken einordnen. Es hat es gegeben, ist auch eine Art und Weise der Kunst, ein Affentheater. Im Großen und Ganzen Kunst, der Sinn für was Schönes. Kunst ist Selbstwirksamkeit, die durch motorische, kognitive und ästhetische Fähigkeiten zum Ausdruck gebracht werden. Kunst ist ein subjektives Empfinden und macht es uns möglich, tiefe Gefühle auszudrücken, innere und äußere Konflikte zu bearbeiten, Selbstvertrauen aufzubauen und fordernde Lebensabschnitte zu bewältigen. Kreative Entfaltung ist ein Grundrecht und war auch für viele Menschen in Österreich und Oberösterreich vor Corona die Lebensgrundlage. Leider gibt es auch im Kulturgeschehen wie bei fast allen Bereichen eine Gesellschaft, ein Leben vor Corona und in dem Fall kein Leben nach Corona. Unzählige Unternehmer, beispielsweise aus der Eventbranche, sind verschwunden, dort sind die Lichter aus. Und es geht da nicht nur um geplatzte Lebenswerke, sondern auch um die damit verbundenen gemeinschaftlichen Kontakte und Netzwerke, die für unseren sozialen Zusammenhalt so unendlich wichtig wären. Kunst ist auch seit langem ein Gebiet, mit dem sie die Forschung in der Psychologie, Biologie und allen verwandten Fächern intensiv beschäftigt. Und im Mittelpunkt steht da die Forschungsfrage, wie sich die Wahrnehmung von Kunst, künstlerischem Schaffensprozess, Kreativität auf die klinische Psychologie auswirkt. Und wir wissen schon seit langem, dass neurobiologisch beispielsweise das Singen Kraftfutter für Kinderhirne bedeutet. Und mit einem positiven Beispiel gehen da unsere finnischen Kollegen voran, die die Musik schon sehr früh im Schulalltag etablieren. Ja, was empfindet man noch als Kunst? Die Natur zeigt es uns anschaulich in allem, was sie nämlich in Perfektion kreiert, am Beispiel einer Weinbergschnecke beispielsweise. Wer sich so ein Häuschen in live immer anschauen will, in der Bergruine im Brandeck im Mühlviertel habe ich mit meinen Kindern an die 25 gefunden und dort zeigt uns die Natur, was tatsächliche Kunst ist. Was hat die Kunst noch für Auswirkungen auf unsere Gehirne? Wir präferieren Symmetrie und Harmonie. Und diese Tatsache hat eine Auswirkung auf unser Selektionsverhalten. Das ist ein Wissen, das sich vor allen Dingen Werbung und Marketing zu Nutzen macht. Und das ist auch Kunst. Und einige aufmerksame Zuseher haben es in den letzten Jahren gemerkt, mit subjektiver künstlerischer Manipulation hat man es geschafft, politisches Fehlverhalten als Erfolg zu verkaufen. Ein Konzept, das sich etabliert hat und auch so weitergeführt wird. Und ich spreche da dezidiert von kunstvollen Werbeplakaten für Impfpropaganda. Ja,
Auch diese könnte man als Kunst und Kreativität bezeichnen. Und ein paar weniger, die mir zumindest jetzt einmal ihr Ohr geschenkt haben, ich sehe es schon, möchte ich daher nicht mehr länger strapazieren und darf mit einem Zitat von Shakespeare abschließen. Und wenn du den Eindruck hast, dass das Leben ein Theater ist, dann such dir eine Rolle aus, die dir so richtig Spaß macht. Dankeschön.